und herzlich willkommen zurück, meine Möwen. Heute habe ich ein Rebuy-Unboxing für euch, denn ich hatte bei Rebuy geshoppt, einige Spiele gekauft und habe mir gedacht, komm, die zeige ich euch heute mal. Und ich würde sagen, los geht's! Das Offensichtlichste möchte ich natürlich erstmal vorweg erwähnen und das ist... Ich habe meine Spielewand wieder. Ja, denn in den letzten Monaten, wer meine Videos auf meinem Kanal verfolgt hat, hat bemerkt, dass es auf einmal gar keine Spieleregale mehr gab. Und das hat natürlich auch einen Grund. Es gab einen Wasserschaden in meiner Wohnung und ich habe hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Bedeutet, wenn ein Raum wegfällt, wird es plötzlich ganz schön eng und alles, was ich hier hatte, musste in den Keller, in Kisten lagern. Ich kam da nicht dran, hatte auch keine Wand mehr zum Filmen. Und deswegen war es seit vor Ostern bis jetzt leider ein bisschen meh. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich glaube, ich habe es auch in den August-Videos erwähnt und man hörte die Bauarbeiten, dass hier Sachen gemacht wurden. Und jetzt habe ich sie wieder. Jetzt kann ich wieder alles hier hinstellen. Ihr seht natürlich jetzt nicht das ganze Ding. Es ist ein Vierer-Kallax, wo mein ganzes Zeug drin sitzt. Oben ist auch noch so Deko-Quatsch und sowas. Ihr kennt das ja, ne? Und deswegen, ich freue mich, dass ich jetzt wieder, wie Meg sagen würde, Fummelfischi spielen kann und zwar alles wieder anfummeln kann. Ich glaube, das verstehen auch nur Leute, die auch selber Retail sammeln. Man mag es halt, sein Zeug sehen zu können. Aber jetzt wollte ich eigentlich erstmal zum eigentlichen Paket. Denn ich habe ja bei Rebuy geshoppt. Und da habe ich einiges mitgenommen, aber vorneweg, den Karton habe ich weiterverwendet, deswegen, sorry, kann ich euch den Karton nicht zeigen, möchte ich euch noch eine Zuschauersendung zeigen, und zwar von dem lieben Gonhard, einer Möwe bei mir auf dem Discord, den kenne ich jetzt auch schon seit über 2 Jahren, wenn ich nicht lüge, und zwar hat er mir zugeschickt, Blue Dragon. Was ich dazu sagen kann ist, ich mag den Dragon Quest Stil. Ich mag ja auch die Dragon Quest Spiele. Ich habe selber gespielt den 6., 7., 8. Teil und den 11. 4 und 5 ist leider so teuer für den DS geworden. Sehr ärgerlich. Ja, und das ist halt der Grafikstil von den Dragon Quest oder Dragon Ball Zeichner. Und das ist ein eigenes RPG. Das Ganze geht hier tatsächlich auf 3 CDs los. Und ich habe jetzt Angst... Und ich habe jetzt schon Angst, wenn ich mit diesem Spiel anfange, denn 3 CDs, es lässt mich vermuten, dass ich da bestimmt um die 60 Stunden drin verbringen werde. Aber ich möchte dir, Gonhard, einmal herzlichst dafür danken. Meine Xbox-Sammlung, die ihr, glaube ich, gar nicht erkennen könnt, wird sich darüber freuen, ein neues RPG für die Xbox. Und das wird wahrscheinlich heute das Thema meines Unboxings sein. Also würde ich sagen, geht's weiter. In diesem hübschen Karton hier, ich mache den mal so weit auf, befinden sich 6 Spiele. Ich habe tatsächlich 6 Spiele geshoppt für 30 Euro plus Versand. Und bei Rebuy gab es auch so eine ab 18 Altersverifizierungsnummer, die man noch für 2 Euro bezahlen musste. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber mein DHL-Opi, also ich habe so einen DHL-Opi, den ich halt DHL-Opi nenne, der hat noch nie meinen Ausweis angeguckt. Dann denke ich mir immer so, wofür bezahle ich eigentlich, wenn du es nicht mal kontrollierst, versteht ihr? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dort was für die Xbox gekauft. Tatsächlich ist alles hier nur Xbox-Titel. Ich krieg's nicht raus, Moment. Komm hier raus, du! So. Und ein Titel, den ich habe die Preise jetzt leider nicht mehr im Kopf. Das Paket steht hier schon seit, glaube ich, 3 Wochen. Tut mir echt leid. Aber ich habe, ich glaube, außer für einen Titel nicht mehr als 5 Euro im Durchschnitt bezahlt. Also insgesamt waren es 30 Euro. Manche Teile haben nur 2,60 Euro oder so gekostet. Und ich glaube, das hier war so ein 4-Euro-Titel. Und zwar handelt es sich hierbei um Margin and the Forsaken Kingdom. Ich habe noch gute Erinnerungen daran, dass ich mir das mal auf der GamePro angeschaut habe, auf so einer GamePro-DVD, dass die über Margin gesprochen hatten. Aber ich war mir immer zu geizig, tatsächlich diesen Titel zu kaufen, vor allem Vollpreis. Und jetzt habe ich ihn, ich meine, für unter 4 Euro oder 4,20 Euro oder so gekauft für die Xbox 360. Und dann denke ich mir so, hey, selbst wenn der Titel jetzt nicht sein sollte, er war nicht teuer. Und das Prinzip hat mich so ein bisschen auch an The Last Guardian erinnert, weil man spielt ja wohl diesen Margin, glaube ich, das ist der Junge, ich bin mir nicht ganz sicher, und hat diesen Golem bei sich. Und zusammen muss man halt durch diese Level gehen. Oder bei, wie hieß denn das Spiel? Für die PlayStation 3,
Da hat man auch diese Reise mit dem Affen gemacht. Falls mir der Name einfällt, werde ich es euch einblenden. Odyssey to the West oder so. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Daran hat es mich erinnert. Und ja, ich habe es noch nie gespielt. Ich kenne es halt nur, wie gesagt, von YouTube-Trailern, bla bla. Und es sieht interessant aus. Der Preis war super attraktiv. Und dann denke ich mir so, okay, für das Geld kannst du gar nicht so viel falsch machen. Gut, bei dem nächsten Titel muss ich gestehen, dass ich die Teile eigentlich alle auf PlayStation spiele. Ich habe damit auf der PlayStation 3 angefangen. Ja, es gab jetzt auch im Januar dieses Jahres, wenn ich mich nicht irre, auch ein, naja, Remake, Remaster, nochmal ein Re-Release von diesem Spiel. Und eigentlich hätte ich auch gerne die PlayStation 3 Version, aber die Xbox-Variante war wesentlich günstiger. Ich glaube, für das Spiel habe ich 3 Euro bezahlt oder so. Ich rede hier von Tales of Vesperia. Ja! Gab es jetzt ja auch nochmal für die Switch und für die PlayStation 4. Und was soll ich sagen? Ich habe mit Tales of the Abyss auf dem 3DS angefangen. Das war mein allererster Kontakt zu der Tales of-Serie. Und dann habe ich gespielt Tales of Xillia, Xillia 2, Tales of Graces F, hier Tales of Tales of Vesperia, Tales of Cisteria, Tales of Symphonia, Symphonia Chronicles. Also ich glaube, ich habe alle oder fast alle Titel auf der PlayStation 3 abgegrast und auf der vierten habe ich Berseria. Deswegen sage ich ja, eigentlich ist die Tales of-Reihe für mich eine Reihe, die auf der PlayStation gehört. Aber für das kleine Geld dachte ich mir, komm, du nimmst es auch für die Xbox mit. Vielleicht hätte ich mir das bei Rebuy auch für die PlayStation 3 bestellen sollen. Aber da ist dieses Problem, es gibt ja ein Re-Release. Ist da mehr Zeug drin? Ich muss mich da mal schlau machen, weil Tales of-Reihe ist ja eine ganz klassische RPG-Reihe, wenn man so möchte. Da hat sich nicht so viel geändert, da die Grafik wird immer schöner. Habt ihr den neuen Trailer zu Tales of gesehen? Oh, Liebe. Und ich bin ein großer Tales of-Fan. Tatsächlich, was die Rollenspielreihen angeht, ist das neben Final Fantasy eine meiner liebsten Reihen tatsächlich. Also Tales of und Final Fantasy, die mag ich beide sehr, sehr gerne. gucken wir mal. Dann kommen wir zu dem günstigsten Titel, den ich bei diesem Unboxing für euch habe. Der hat, meine ich, 2,30 Euro oder 2,60 Euro gekostet. Auf jeden Fall nicht mal 3 Euro, der wurde hinterhergeschmissen. Und ich glaube, viele finden diesen Titel auch nicht ganz so gut. Ich habe noch nie was von dieser Reihe gespielt und dachte mir so, ey komm, für unter 3 Euro. Ganz ehrlich, wer sagt denn da nein? Vor allem, wenn es Spiele-Genres sind, die einen selber interessieren. Mittlerweile wisst ihr ja, ich stehe vor allem auf RPGs oder Action-Adventures und Sachen, die tolle Geschichten erzählen. Und ich rede hier von Star Ocean The Last Hope. Es ist von Square Enix und ich habe wirklich keine Berührungspunkte mit Star Ocean. Ich hatte es bei Tales of Vesperia gar nicht gezeigt. Hier ist auch alles drin übrigens, ist alles komplett. Bei Margin auch nicht, ne? Ich bin immer so ein Honk, der das vergisst. Hier ist auch alles komplett drin. Und bei Star Ocean ist auch alles, soweit ich sehe, komplett drin. Und es hat auch 2 Discs. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Hier steht das Jahr 2087. Aus den qualmenden Trümmern des Dritten Weltkriegs erheben sich die letzten Überlebenden der menschlichen Rasse in einem verzweifelten Versuch, ihr Fortbestehen zu sichern. Das heißt hier scheinbar, dass wir irgendwie, ja, irgendwas mit Weltraum machen. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, Star Ocean sagt mir nichts, die Reihe, aber... Okay, für das Geld. Dann nehme ich gerne ein RPG mit. Wenn es mir nicht zusagt, war es zumindest kein 20-Euro-Titel, wenn ihr versteht, was ich meine. So was ich von der Optik sehen kann, also von der Grafik her, finde ich es hübsch. Das Kampfsystem scheint rundenbasiert oder zumindest Action-RPG-mäßig zu sein. Und daher, ich bin sehr gespannt und ihr seht schon, ich kaufe viel Futter für meine Xbox 360. Jetzt, wo das Sammlungsvideo raus ist und ich gestehe, dass ich eine Xbox habe, dachte ich mir, ich kann doch mal der kleinen Box ein bisschen Futter geben. Und warum nicht Star Ocean? Sagt mir mal bitte, wie dieses Spiel ist. Habt ihr es gespielt? Ist das gut? Ist das schlecht? Sagt ihr so, Fischi, wenn du an Star Ocean, keine Ahnung, irgendeinen anderen Untertitel kommst, dann guck da mal rein. Das wird mein Erstie, Star Ocean. Ich freue mich und ja, 2 Euro irgendwas. Also, ganz ehrlich, manchmal lohnt es sich wirklich bei Rebuy zu gucken. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen war, als ich bei Rebuy geshoppt hatte, war tatsächlich, dass die Xbox 360 Spiele, also das gleiche Spiel, für die PlayStation 3 bei Rebuy immer gefühlt 1 Euro teurer war. Manchmal war es umgekehrt, aber das meiste, was ich gesucht hatte, war auch für die PlayStation teurer. Deswegen dachte ich mir so, dann nehme ich die Xbox, ist günstiger. So. Und die letzten 3 Spiele handeln tatsächlich von einer, ich sag mal, Reihe. Ja doch, Reihe. Und es ist von BioWare.
Ich hatte, glaube ich, schon jetzt in den letzten 2 Monaten mal das Thema angesprochen, dass ich da vielleicht reingucken möchte. Und es handelt sich hierbei um Dragon Age. Das hier ist jetzt die Ultimate Edition. Was bedeutet, dass hier Dragon Age drin ist, dann noch Awakening, DLCs wie In Stein gefangen, Wächterfestung, Rückkehr nach Ostagar, die Chroniken der dunklen Brut, Lilianas Lied, die Golems von Amgarak, Hexenjagd und noch mehr. Und die Sache ist ja immer so, wenn man gebraucht kauft, dass ja diese Download-Codes, die in Spielen dabei sind, ja in der Regel eingelöst sind, weil warum sollte man gratis Sachen nicht einlösen, ne? Und ich habe mich hier für diese Dragon Age Origins Verpackung oder Packung entschieden. Denn, oh ja, die eine ist doch in der Xbox. Hier sind 2 CDs und auf den beiden CDs ist halt der gesamte Inhalt drauf. Bedeutet, man hat hier nicht nur einen Download-Code bekommen, sondern auch wirklich alles auf CD. Ich wiederhole mich. Das einzigste Manko bei diesem Spiel ist, das war auch das teuerste, was ich gekauft habe. Hier ist die Hülle komplett empor. Also hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es doch da könntet ihr es eventuell erkennen. Die ist leider kaputt. Das heißt, ich muss irgendwann, das sage ich immer wieder, ne, dass ich mal Hüllen bestellen muss für die kaputten Spiele, die ich habe. Also nicht kaputten Spiele, sondern kaputten Hüllen. Das ist das einzige Manko. Mich hat dieser Titel hier, ich glaube, 8,40 € oder so gekostet. Das war auf jeden Fall das teuerste. Und ich stand auch vor der normalen Dragon Age Version, die es dafür 4 € gab und dachte so, ja gut, aber da sind die ganzen DLCs nicht bei. Weißt du was, nimm die 4 € mehr und hol dir das Gesamtpaket. Das habe ich jetzt auch gemacht, aber ich muss unbedingt diese Hülle austauschen. Das ist echt nervig hier, ne? Dieses, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich habe ja nichts gegen gebrauchte Spiele und so, ne? Ich kaufe gerne gebraucht. Oder ich kriege ja auch Sachen zugeschickt, die, ich sag mal, nicht mehr liebgewonnen werden, aber wissen, hey, du magst das, ne? Also ich habe da absolut kein Problem mit. Nur diese kaputte Hülle. Das ist so, das Spiel ist traurig. Vielleicht ist das ein Spleen. Kommt, sagt mir, dass ihr das auch habt. Auf jeden Fall, ich habe es auch schon angefangen zu spielen. Mein Ersteindruck, ich habe die ersten 5-6 Stunden gespielt. Momentan warte, wenn das Video rauskommt, sollte das Kabel schon da sein. Auf ein anderes Kabel, weil mein Fernseher, auf den ich das spiele, kann die Xbox nicht mehr anschließen. Nicht über dieses YBR oder JUF-Kabel heißt es, ne? Habe ich den Anschluss nicht für. Und SCART ist so, als ob ich meine Brille absetze, so sehe ich dann SCART-Bild auf meinem Fernseher. Denke so, was? Ich sehe nichts. Ah, da ist ja was. Deswegen ist das im Moment auf Pause. Ich denke, wenn ihr dieses Video seht, spiele ich das gerade wieder. Oder weiter. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, mein Ersteindruck ist interessant. Hätte ich so nicht erwartet. Ich selber spiele eine Elfe aus dem Armenviertel, die zwangsverheiratet werden sollte. Und man wird ein grauer Wächter. Und ich bin aktuell in der Mission, dass ich bei Alistairs Onkel in die Burg muss. Weiter bin ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin noch wirklich am Anfang. Ich lasse mir Zeit, ich laber mit allen Leuten, schaue die Dialoge durch. Und ich habe gehört, es gibt da typisch Bioware-mäßig, dass du auch jemanden abschleppen kannst. Also voll was für mich. Aber ich weiß noch nicht, wohin meine Fühler sich ausstrecken werden. Alistair ist so ein Gutmensch irgendwie. Na, ich weiß nicht. Vielleicht wird der Charakter noch interessant. Aber bleiben wir doch bei Dragon Age, denn ich habe mir da auch direkt Dragon Age 2 gekauft. Auch das ist, glaube ich, genau, das ist auch komplett mit Anleitung und Co. Und der Titel hat da auch, wie gesagt, irgendwie 4 € sowieso gekostet. Die Dragon Age Sachen waren hier, glaube ich, wirklich das teuerste in diesem Paket. Die anderen Sachen waren dann halt, wie gesagt, am Ende waren es irgendwie 30 € plus Versand und Altersverifizierung. Da kann ich natürlich auch nichts zu sagen, aber schau mal, kann man hier sich nicht aussuchen, wer man ist. Man ist nämlich Hawk oder Hawkey und das finde ich ein bisschen schade, weil ich das echt cool fand im ersten Teil, dass man halt seinen Charakter selber erstellen kann. Aber gut, bis ich zu Dragon Age 2 komme, wird es noch eine ganze Weile dauern, das weiß ich. Einfach weil Dragon Age 1 wohl sehr groß sein wird, typisch BioWare und beim ersten Mal spielen, sag mal an, wie soll ich das sagen? Man spielt auch die Sachen, die man hinterher, wenn man einen Rerun macht, sagt, okay, das ist unnötig, das brauche ich nicht spielen. Das ist nur eine Nebenquest, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, hinterher, ich bin gespannt auf Dragon Age 2. Und dann habe ich, das gab es auch für die 360. Aber ich war mir nicht unsicher, also ich war mir unsicher, so, ist das dann das Gleiche in schlechterer Grafik oder ist die andere Version halt mit besserer Grafik? Ich rede hier von Dragon Age Inquisition. Auch hier natürlich, hier fehlt auch ein
Plastikteil ab. Was ist denn hier los? Auch hier fehlt natürlich... hier fehlt keine Anleitung. Es gibt ja keine mehr. Aber das ist jetzt hier die Xbox One-Variante. Jetzt ist hier unten dieser... Ernsthaft, hier ist dieser Clipper gerade rausgebrochen. Ne, das mit den Höhlen. Es schreit danach, dass die Spiele sagen, so kauf endlich Höhlen, Fischi. Kauf Höhlen! Dragon Age Inquisition gibt es auch in der 360-Variante. Da habe ich auch echt hart überlegt, ob ich die 360-Variante nehme oder die Xbox One-Variante. Ich habe mich jetzt hier für diese One-Variante entschieden. Bin mir aber nicht sicher, ob es da einen Unterschied gibt. Wenn einer von euch diese Dragon Age-Reihe gespielt hat, kann man mir das mal bitte sagen. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung davon. Gibt es da Unterschiede oder ist es egal, welche Version man nimmt? Oder gibt es hier irgendwas von hier Spielstand übertragen, Extras, bla 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 auf dieses Ding? Weil dann sollte ich vielleicht doch die 360-Version spielen. Dragon Age Inquisition kann ich auch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich habe die Reihe noch nie gespielt. Nachdem ich ja mich als Mass Effect-Fan da geoutet habe, so ein bisschen Kram von mir steht da, dachte ich mir, komm, ich sollte BioWares andere Reihe auch mal Liebe geben. Und deswegen auch Dragon Age Inquisition ist jetzt in meiner Sammlung. Und ich muss noch gucken, wie ich das dahin stopfe, denn das ist schon sehr voll. Aber das sind Luxusprobleme. Alles ist besser als in Kisten. Und das war's dann auch tatsächlich mit meinem Rebuy-Unboxing. Ich sehe schon, ich habe wieder lange darüber gelabert. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesen Spielen. Habt ihr welche davon selber gespielt? Und wenn ja, was sagt ihr dazu? Ich bin auf euer Feedback gespannt, denn wie gesagt, ich habe davon eigentlich noch gar nichts gespielt. Manches kenne ich auch wirklich null. Von daher freue ich mich drauf, was ihr mir dazu schreiben werdet. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!